Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder mit einem weiteren NES-Klassiker. Mal schauen, wie der so ist. Ich habe noch nie gespielt, Destiny of an Emperor. Keine Ahnung, noch nie was davon gehört. Zu Recht, zu Unrecht, wir werden es jetzt herausfinden. So, da, zuerst mal Namen eingeben. Enter your name. Das ist natürlich der gute alte Rob 64. So, freut mich natürlich immer besonders, wenn ich meinen eigenen Namen eingeben kann. Oft werden ja keine Zahlen unterstützt. Medium passt schon. Oh, das ist schon mal eine Pixelgrafik. Noch mehr nette Pixelgrafik. Ah ja, eine epische Story hier reingemischt. Ja, alles am selben Tag. Sterben, Leben. Eh schon wissen. Eine Gruppe von Rebellen weiß von uns. Okay. Ja, geht schon, weiterkommen. Ja, ich kann jetzt in 10 Minuten zocken und natürlich nicht voll in die Story einsteigen. Was soll eine Zivilisation wieder zurückbringen? Ja, wir machen alles. Ah, wir sind zu dritt, okay. Wir können reden. Okay. Grafik ist eigentlich ganz passabel. Ja, hier ist niemand mit ihm reden kannst, okay. Ich kann dieses Menü einfach immer aufmachen. Kann mir hier Informationen, Items. Okay. Scheint ganz schön komplex zu sein. Was ist da? Random Kampf hier? Nein. Jemand muss diese Abschlachter stoppen, okay. Gut, das ist ein Einhorn. Ich rede mit dem Pferd. Das Pferd wiehert nur, okay. Was ist mit dir? Er ist kein Krieger, aber er wünscht uns Glück, super. Wir kriegen ein Geschenk, Supi. Sehr gut. Geld ist natürlich immer gut, um sich Waffen zu kaufen. Und können wir da reingehen? Check. Nichts gefunden. Okay, was kann ich da noch mitmachen? Nix. Wenn ich von oben reinschaue. Da ist nichts drin. Schade eigentlich. So, reden wieder. Ja, scheint ziemlich storylastig zu sein, das Game. Ja, klar, warum nicht? Super. Sind wir jetzt schon zu viert oder was? Okay. Schauen wir mal, wie kommen wir da weiter. Check. Wo komme ich da hin? Da gibt es nochmal eine Oberwelt. Aha. Und ein Random Kampf. Battle. Alle mal gegen einen, oder? Ist der auf jeden Fall platt. Ich glaube, wir hätten mal gescheite Waffen besorgen sollen. Na, schaut nicht so rosig aus für mich. Ai, 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 ai.
Ui, da krieg ich ordentlich auf die Schnauze. Ich nochmal alle auf Angriff da. Mal schauen, was ich da ausrichten kann. Ja, schlimmstenfalls muss ich neu anfangen oder vielleicht war es das auch schon wieder für mich, wer weiß. Ja, die Kämpfe sind jetzt ein bisschen zart. Muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es schlecht gemacht ist. Das mit rundenbasierte Kämpfe so abzuarbeiten, funktioniert ja dann später echt super, wie bei Breath of Fire und so weiter, aber heutzutage ist das echt ein bisschen schwer zum Konsumieren. Ja, ich nehme halt immer nur so viel ab mit meinem Angriff da. Überhaupt nichts ab. Ja. Leute, wie schlecht seid ihr denn ausgestattet? Mit Waffen. Nicht, dass ihr schon wieder denkt. Ja, gut. Soll ich mal eine Taktik machen? Okay, gibt's nichts. Ich kann auch einfach nur abwehren, aber es bringt mir jetzt natürlich auch nichts weiter. Ich hau den einen mal nieder, das gibt's nicht. Warum ich so schwach bin? Ich hätte echt noch nicht rausgehen dürfen, glaube ich. Ich hätte mir für die 200 Gold, die ich da hatte, echt mal gescheit Waffen kaufen sollen. Naja, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass man da rauskommt. Ich wusste ja nicht mal, dass es eine Oberwelt gibt. Also, das sei mir verziehen, bitte. So, jetzt mache ich den Bandit dabei endlich mal fertig. Ich werde nur noch 10 Leben, das gibt's ja nicht. Das ist echt lächerlich. 4 abgezogen. Platz. Weg ist er. Jetzt kommt der nächste dran. Ja, Leute, das ist ein bisschen öde. Kann ich da irgendwie flüchten jetzt vielleicht? Ich mag den Kampf nicht fertig machen. Das zacht mich einfach zu sehr an. Aha. Kann man auch schneller machen. Schaut ganz gut aus für mich. Es geht auf jeden Fall schneller. Ist aber auch nur geringfügig spannender. Ja, ich würde eigentlich mit dem Liu gerne angreifen, da meinen stärksten, aber. Okay, einer ist schon weg. Sind nur noch 3 da. Die sind machen es auch nicht mehr lang. Ja, aber wer leitet sich denn so ein ödes Kampfsystem ein, vor allem? Das ist ja so ein super Sau. Dann waren es nur noch 2. Ich gehe instant wieder zurück. Was soll ich zur Burg vorgehen? Ich glaube, das bringt nichts. Ich gehe zur Burg vor, egal, ich will schauen, was das ist. Ja, alle besiegt. 20 Gold. Naja. Hat mich jetzt auch nicht vom Hocker. Okay. Hier gibt's eine neue Stadt. Eine Arena. Musik ist gut. Wohl dieses Schloss hier zurückerobern. Wenn ich hier alles richtig verstehe. Ah, kann ich hier. Kann hier schlafen für 5 Gold? Na klar, schlafe ich hier für 5 Gold. Bin ja schon voll am Ende meiner Kräfte gewesen. Ja, danke, ich habe gut geschlafen. So, da. Was ist mit ihm hier? Ich muss stärkere Krieger rekrutieren, wenn ich gewinnen möchte. Ja, bitte, begleite uns.
supi. Jetzt habe ich halt schon ganz schön viele Begleiter, oder? Mal reinschauen da, Formation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich da was untersuchen hier? Finde hier nichts. So, da. Das schaut wieder wichtig aus, ich gehe da mal da rein. Sagen wir dir. Welcome, danke. Reden wir mal mit dem Obermufti. Hallo Obermufti. Okay, wieder für Story. Ich spare mir das Leute, ich übersetze das jetzt nicht, sicherlich jetzt nicht alles simultan. Es ist einfach nicht drin, ne? Und schon gar nicht um die Uhrzeit, ich spiele schon wieder mitten in der Nacht. Wie so oft bin ich der Schatten, der die Nacht durchwandert am NES. Was ist mit dir eigentlich? Ah, ich muss mich erst ausstatten mit Waffen, wenn ich welche einen habe. Okay, kann ich das machen eigentlich? Item. Kann ich nicht verwenden. Was ist da drinnen? Hallo, was gibt's hier? Ah, hier kann ich was kaufen. Ich möchte es kaufen, ja bitte. Elixier. Okay. Ganz schön teuer hier mal hier alles. Schauen wir da noch rein vielleicht. Ein Schwert. Ein Schwert hätte ich schon ganz gern. Ja. Jetzt muss ich mir weiter. Kann er das tragen? No. Gut. So, muss ich mich jetzt ausstatten damit? Equip. Coolo. Kann ich das mit allen machen? Ah, der hat nichts. Okay. Aber habe ich was? Nein, ich habe auch nichts. Ich habe noch was. Gib mir noch was. Dann mache ich noch einen Kampf und schauen, ob es schon besser ist. Ein Banner. Gebe ich mir natürlich selber. Noch eine Waffe. Ja, das reicht jetzt. Thank you. Ich mache auch gerne mein Business mit dir. So, equipped, sehr gut. Check. Und was noch? Gut, schauen wir mal, ob ich jetzt gut genug ausgerüstet bin. Rauf. Jetzt kommt gleich ein Kampf wieder. Okay, zwei Banditen, mal schauen. Kämpfen, 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 kämpfen. Okay, ich nehme deutlich mehr ab, oder? Bart, das war's schon wieder. Ah, man kriegt auch Erfahrungspunkte. So könnte man hier immer Erfahrungspunkte sammeln und hier abfarmen, wieder reingehen, schlafen, Erfahrungspunkte sammeln und sich so hochleveln. Wo sehe ich, das will ich noch sehen, wo sehe ich diese Erfahrungspunkte? General.
das sehe ich das, oder? Mhm. Ja, ist nett gemacht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn man sich Zeit nimmt, dass das Spiel Spaß macht. Man muss sich halt echt Zeit dafür nehmen und sich darauf einlassen. Okay, ich bin jetzt ohne irgendwelche Ausrüstung zum Endgegner gegangen, mehr oder weniger. Ja, was soll passieren, außer dass ich sterbe? Ich lasse das jetzt einfach noch durchlaufen. Ich werde es wohl nicht schaffen, glaube ich. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Alle werden es auf jeden Fall nicht schaffen. Und der 3 hat der. Nimmt ja fast gar nichts ab. Ah, wieder knappe Sache werden. Schauen wir mal. Vielleicht noch ein bisschen mehr Waffen kaufen sollen. Aber eigentlich wollte ich ja schon aufhören. Jetzt spiele ich schon wieder 15, 16 Minuten. Naja. Das heißt, das Spiel hat halt doch irgendwie was. So, da. Jetzt bin ich da platt. Ah, schon schlecht aus für mich. Na, das geht in die Hose. Das wird nichts. Nein, nein, nein. Ich hätte gedacht, es könnte sich vielleicht ausgehen, aber. Na. Na, wäre es irgendwie nicht alle geschafft. Ja, selbst wenn ich alle mit Waffen ausgestattet hätte, wäre es gleich knapp geworden. Da hätten wir ein bisschen Erfahrungspunkte zusammenfarmen müssen. Gut, aber ein wunderbares Ende, sage ich mal. Ich habe dieses Spiel kennengelernt und bin eigentlich recht begeistert. Kann man mal spielen, durchaus auch heute. Warum nicht? Und mein Endscreen funktioniert wieder mal nicht. Ja, warum denn manchmal nicht funktioniert? Das wüsste ich echt gern. Egal. Danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch für noch mehr NES-Games. Und da unten abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer Postfach. Und da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Da ist urviel dabei. Also dann, Leute. Ciao, ciao.